Also die Analytik kann helfen, unbekannte Metabolite und unbekannte Stoffe im Allgemeinen zu identifizieren, indem ein Non-Targeted-Ansatz gefahren wird. Dazu braucht man hochauflösende Massenspektrometer, die über eine hohe Massengenauigkeit verfügen. Und den Datensatz, den man bei der Messung akquiriert, kann dann mittels chemoinformatischen Methoden, also auch hier ist die Informatik natürlich ganz, ganz wichtig, extrahiert werden und entsprechende Strukturen aus den Daten generiert werden. Früher hat man bei der klassischen Analytik hat man Einzelkomponenten analysiert, das heißt, die hat man vorher gekannt und hat dann seine Methode auf den sowohl qualitativen als auch quantitativen Nachweis dieser Einzelkomponenten ausgerichtet. Und heutzutage mit den Screening-Verfahren misst man einfach alles, was man messen kann, und extrahiert danach die Strukturen.